Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Hallo. Und wie immer habe ich einen speziellen Gast für euch, auch wieder einer, der es gezeigt hat, wie das funktioniert, von unten in der Sicherheitsbranche weiter nach oben zu kommen, und zwar den Dusty Brasch. Hallo, Herr Brasch. Hallo, Herr Zitzmann. Hallo, ja. Alle zusammen. Schön, dass es geklappt hat. Ja, stellen Sie doch bitte den Hörern mal ganz kurz vor. Ich heiße Dusty Brasch, ich bin wohnhaft in Köln, bin gelernte Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, technischer Betriebswirt und studiere im Moment Sicherheitsmanagement an der Diploma-Hochschule und arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Okay, das war jetzt sehr kurz. Ja, fangen wir mal ganz unten an. Also Sie haben gesagt, Sie haben zuerst die Fachkraft gemacht. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, in die Sicherheitsbranche zu gehen, Fachkraft zu machen? Also ich habe, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, war ich 2 Jahre freiwillig bei der Bundeswehr, weil ich dann noch nicht so genau wusste, wo geht die Reise hin, was möchte ich machen. Und da ist langsam immer so der Gedanke herangereift, dass ich irgendwas machen möchte, wo ich Menschen helfen kann und wo ich was Sinnvolles mache. Und dann habe ich beim Arbeitsamt, nachdem ich bei der Bundeswehr dann nach den 2 Jahren ausgeschieden war, das war dann genau zum 1. Januar, das ist natürlich für eine Ausbildung recht ungünstig, und dann wurde ich da erstmal beraten. Da habe ich dann zum Beispiel Rettungsassistent habe ich mich beworben und Krankenpflege habe ich mich beworben, und da wurde mir dann halt auch zum ersten Mal diese Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit vorgestellt, die für mich sehr interessant geklungen hat. Und da habe ich mich bei ein paar Firmen beworben, und bei einer Firma konnte ich dann auch ganz schnell direkt sogar vorher anfangen, bevor die Ausbildung begonnen hat. Erstmal mit einem Praktikum einen Monat, inklusive 34A-Schulung, und dann ein paar Monate normal gearbeitet, bis es dann in die Ausbildung überging. Okay, jetzt sagen Sie, das hat Sie gleich spontan angesprochen. Warum spricht den jungen Menschen die Ausbildung Fachkraft für Schutz und Sicherheit an? Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung, am Wochenende, am Feiertag. Das ist jetzt nicht so, was man sich jetzt als junger Mensch so vorstellt. Das stimmt. Und von den Arbeitszeiten her habe ich das auch tatsächlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Das wurde mir nicht so vermittelt. Und als ich den ersten Tag dann beim Praktikum da war und mir gesagt wurde, ja, Arbeitszeit ist von 6 bis 18 Uhr, habe ich tatsächlich erstmal gedacht, das wäre ein Test oder die wollen mich veräppeln. Habe ich dann schnell gemerkt, dass das nicht so war, sondern dass sie das wirklich ernst meinten. Habe mich dann aber erstmal einfach darauf eingelassen und habe dann gemerkt, es ist zwar sehr anstrengend, aber es ist auch interessant. Und generell, die Sicherheit, die bietet halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich wusste halt auch damals schon, wo ich dann die Ausbildung angefangen habe, das wird nicht bei der Ausbildung bleiben. Und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die verschiedenen Bereiche, in die man reingehen kann, das war so das, was für mich auch da den Reiz ausgemacht hat. Sie haben gesagt, Sie wussten von vornherein, Sie wollen sich dann weiterqualifizieren. Viele sagen in der Sicherheitsbranche, das rentiert sich gar nicht, das bringt mir gar nichts. Ja, Sie lachen schon. Ich muss da immer lachen, wenn ich das höre, ja, weil es ist immer die Frage, wer sowas erzählt. Aber wie schnell ging es denn dann nach der Fachkraft, dass Sie den Meister gemacht haben? Ich habe tatsächlich 3 oder 4 Monate nach der Fachkraft direkt den Meister angefangen. Okay. Mir wurde da auch von vielen verschiedenen Seiten dann gesagt, warum machst du das? Das bringt doch nichts. Zum einen, und zum anderen auch viel Gegenwind im Sinne von, du hast doch gar keine Berufserfahrung, du bist doch gerade erst Fachkraft geworden, warum machst du das denn? Du kriegst doch keinen Job. Worauf ich dann einfach gesagt habe, ich mache das jetzt im ersten Moment nicht, weil ich erwarte, danach einen Job zu kriegen, sondern weil mich die Ausbildung interessiert hat, weil mich der Beruf interessiert und weil ich einfach in meinem Beruf besser werden möchte. Und deswegen mache ich direkt im Anschluss, jetzt bin ich gerade sowieso beim Lernen, und dann mache ich da direkt weiter, weil es mich einfach interessiert. Und wenn sich dann was ergibt, dann ergibt sich was. Aber ich habe jetzt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich das dann direkt rentieren würde.
cooles Mindset, wirklich sehr gute. Ja, sorry, muss ich einfach sagen, weil eben viele es überhaupt nicht verstehen. Ich kann auch nicht den Meister machen, da gibt es ja gar keine Stellen und überhaupt, dass man dann sagt, okay, es interessiert mich, ich will da weiterkommen, ich will selber mich qualifizieren. Geniale Kiste. Aber Sie haben es ja vorhin ganz kurz erwähnt schon, das ist ja nur ein Teil gewesen. Sie haben ja dann nochmal eins oben drauf gesetzt mit diesem technischen Betriebswirt. Was hat Sie denn dazu dann bewogen? Weil wir können ja sagen, jetzt bin ich Meister, jetzt reicht's mal und wieso ging es dann nochmal weiter? Hatte theoretisch zwei Gründe. Also ich wollte auf jeden Fall weitermachen, habe dann recherchiert, was es alles so gibt. Und zum einen gab es einfach die Möglichkeit für mich jetzt nicht den Bachelor zu machen, zum Beispiel Sicherheitsmanagement, weil damals wurde der nur in Vollzeit angeboten und das nicht in der Nähe. Und nur den Master Sicherheitsmanagement in Berlin, den man eine Zeit lang, wo ich mir das erstmal ausgerechnet habe, konnte man mit Meister das studieren, wurde mir vor Ort gesagt. Und dann wurde das zwischenzeitlich geändert. Das hieß, was machst du erstmal? Und dann habe ich gedacht, okay, du hast die Fachkraft gemacht, du hast den Meister gemacht, jetzt besiegst du einfach die IHK komplett und machst auch noch die höchste Klasse. Sehr cool. Und weil auch dieses Betriebswirtschaftliche, das ist nie verkehrt. Die Management-Prozesse, die man dadurch lernt, die sind auch nicht verkehrt. Und ich habe dann auch gesehen, dass man bei vielen Studiengängen, dass man dann so Sachen auch angerechnet bekommt. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das erstmal. Und wie sich ja alles so glücklich gefügt hat, wurde dann genau dann im Anschluss ein neuer Kurs Bachelor im Fernstudium an der Diploma dann angeboten, wo ich dann jetzt die 2 Jahre dann nicht vergeudet habe. Sehr gut. Jetzt haben Sie das Betriebswirtschaftliche angesprochen bei diesem technischen Betriebswirt. Jetzt heißt es ja technischer Betriebswirt. Was ist denn da dieser technische Teil? Was muss man sich darunter vorstellen? Also der technische Teil, das, wie sagt man das am besten? Also es ist viel mit Produktion und die Projektarbeit, die man am Ende macht, die muss halt auch teilweise einen technischen Bezug haben. Aber das ist zum Beispiel Sicherheitstechnik, habe ich dann bei meiner einfließen lassen und dann hat das schon auch so dann gereicht. Also sei es jetzt nicht so ein halbes Technikerstudium, was man da macht, sondern es ist nur halt so am Rande bisschen mit das Thema. Genau. Das ist für Leute, die den Fachwirt gemacht haben. Ich meine jetzt nicht diesen Sicherheitsfachwirt, sondern diesen ganz normalen Wirtschaftsfachwirt zum Beispiel. Die machen dann den normalen Betriebswirt und alle, die im Vorfeld den Industriemeister gemacht haben, wo ja auch der Meister für Schutz und Sicherheit zuzählt, Zugehört, die ja. werden dann automatisch in diese technische Betriebswirtschiene dann reingelegt, was natürlich dann nicht ganz so einfach ist, wenn man halt wirklich nicht diesen wirklich technischen Hintergrund hat. Ja. Aber wie gesagt, es hat ja irgendwie geklappt. Okay, gut. Ja, das ist auch ein Thema, wo wir uns jetzt morgen mal drüber unterhalten wollen. Komme ich mal zu Ihnen nach Köln, dass man einfach mal klärt, wie schaut es mit diesem technischen Betriebswirt aus? Vielleicht können wir da dann demnächst auch ein schönes Angebot für die Leute machen, die eben aus diesem Bereich Meister für Schutz und Sicherheit kommen. Gut, aber jetzt haben Sie ja noch einmal eins draufgesetzt. Sie sind jetzt da am Studieren bei der Diploma. Erzählen Sie uns da auch noch ein bisschen was davon, wie das, um was es da konkret geht. Das Studium ist, nachdem der Meister und die Fachkraft, der eher dieses Praktische im Vordergrund haben, ist ja bei einem Studium eher so dieser wissenschaftliche Hintergrund, dieses Kriminologie zum Beispiel, Institutslehre und sowas, dass man da nochmal so ein Background bekommt und einfach diese theoretischen und wissenschaftlichen Aspekte, dass die dann nochmal mehr mitgelehrt werden. Und das ist auch was auch für den Meister spricht. Da werden auch einige Sachen vom Meister werden da dann auch anerkannt, sodass man da die Ausbildungszeit dann auch verkürzen kann. Was ich zum Beispiel nicht konnte, dieses Verkürzen, da ich in dem ersten Kurs war. Und da kann man ja nicht in ein höheres Semester einsteigen, wenn das erst das erste Semester ist. Aber für alle weiteren, die da mit dem Gedanken spielen,
macht es halt zeitlich dann auch nicht wenig Sinn, dass man sagt, okay, ich mache erstmal den Meister, mache erstmal das Praktische, lerne das, bevor ich mich dann diesem eher wissenschaftlich ausgelegten Studium widme. Ja, auch das ist natürlich ein Punkt, wo der eine oder andere so ein bisschen Bedenken dann hat, sagt, ja, also Meister, das kann man mir noch vorstellen, aber dann eben dieses Wissenschaftliche und was erwarten die da von mir an der Uni? Aber ich glaube, im Endeffekt wird dort auch nur mit Wasser gekocht, oder ist es jetzt so dramatisch? Nein. Also ich würde sagen, von der Schwierigkeit her ist es ähnlich wie der Meister. Also vor allem, wenn man jetzt den Meister vorher gemacht hat und dann auch das Pensum nicht erfüllen muss von der Menge her, dann kann man das sehr gut nebenbei studieren. Und bis jetzt gab es noch nicht viele, also gab jetzt nicht Probleme. Am Anfang gab es Probleme bei der Organisation, weil es halt ein neuer Studiengang war bei denen. Ist auch vollkommen verständlich. Aber vom Lernpensum her ist das gut zu schaffen. Okay.